Hui. Okay, das ist cool. Jetzt können wir einfach nach unten segeln und voll Glück. Ah, es braucht trotzdem Ausdauer, die Nummer, okay. Ganz so ohne Anstrengung ist es dann doch nicht. So, wir sind jetzt in das Dorf Kakariku. Oh, ist das weit. Es gibt doch da in dem Gebiet bestimmt auch so ein. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich auch erfahren, wie wir diese komischen Steindinger besiegen. So, ein paar Hauer. Ein antikes Zahn. Oh, das hatten wir noch gar nicht. Habe ich jetzt noch nicht gelesen. Das hier doof. Einfach mal da vorne in die Ruinen fliegen und gucken, was da so abgeht. Hallo, alte Ruinen. Hallo, Skelett. Königreich Hyrule betreten, okay. Nein. So. Ah. Okay, irgendwie wollen die nicht drauf gehen. Aber hier gibt es ja ein Glück auch nichts, also können wir, glaube ich, einfach gehen. Oder wir machen nochmal was ganz anderes. Okay, manche sterben nicht so richtig, egal. Wir sollen auf jeden Fall in das Dorf nach da hinten. Und das ist echt eine große Landschaft hier. Alter Schwede. Okay, das ist nicht für hier, das, oh, guck mal, ein ausgehöhlter Berg. Hier rüsten wir mal ein kleines Schild aus. Okay. Müssen wir die Körper einfach nur weit genug vom Kopf trennen oder wie ist das? Okay, eins. Ah, hier ist wieder so ein kleiner Freund. Zwei. Was bist du denn? Schleim-Gelee, Schleim. Fropfen. Der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Okay, jetzt war ich bei 3. 4. 5.
Hui, hallo. Du hast mich entdeckt. Tschüssi. Komische kleinen Schniefis. Schön hier. Also grün hier. Okay. Einfach mal wieder ein bisschen in die Gegend. Ey, auf meinem anderen Monitor sieht das noch geiler aus. Ist ja ein wunderschönes Spiel. Es ist zwar jetzt nicht so detailliert wie jetzt Horizon, was wir auch gespielt. Aber es ist schon echt hübsch. So, erstmal Pfeile. Oh, wer bist du denn? Verrostetes Schild, okay. Ich sag grad, yeah, verrostetes Schild. Liegt da ein Herz? Jo. Wir haben doch bestimmt wieder so einen knochigen Arm, oder? Nee. Wir haben tatsächlich keinen knochigen Arm dabei. Doch, hier, wegwerfen. So, Keule. Truhe. Schöne Steintruhe mit irgendwelchen Fäden. Und die erste Rubine. Hat gleich 20 Stück. Boah. Toll. Erster Geldloot. Oh. Nee. Ein weiter. Schön das Fleisch reingezimmert. Das ist der Schatten von dem Banner. Oh, was ist hier? Ein Moblinhorn. Dieses Horn hat einmal einen Moblinkopf geziert. Als Zutat in herkömmlichen Rezepten hat es bisher wenig Preise gewonnen. Als Medizinzutat hat es sich jedoch bewährt. Moblinhauer. Der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin. Er ist zu hart, um Werkzeug daraus zu schleifen. Kann aber zusammen mit Insekten zu wertvoller Medizin verarbeitet werden. So, die Buckkeule lassen wir mal liegen. Mein Pfeil. Keine Ahnung. Okay, davon sind hier noch mehr. Einige mehr. Oh, guck mal, Fuchs. Der war zu schnell. Oh, guck mal das. Wow!
Ah! Hast du einen Besen? Jetzt wollen die mich hier schon mit Küchengeräten fertig machen. Küchengeräten, Haushaltsgegenständen verprügeln. Komische Spinner. Oh, ein Wischwopp. Diese, Anführungszeichen, Waffe hat ihren großen Auftritt, wenn es darum geht, die gute Sache, die gute Stube zu reinigen. Kann zur Not aber auch angreifen, um die Ohren geschlagen werden. Hacke. Robustes landwirtschaftliches Werkzeug zum Umgraben von Feldern, wenn man damit umzugehen weiß, leistet es auch als Waffe passable Dienste. Abgefahren. Im Blödsinn können wir jetzt hier rumkloppen. Und da drüben haben wir noch einen Schrein. Und was ist das da? Sieht aus wie Erz oder sowas. Okay. Nee, ich hole mir den Besen. Wischmopp. Ja. Ha. Fast. So, was haben wir denn hier für einen Schrein? Ja, wir erschrecken nur Vögel damit. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, wie der Schrein heißt, aber wir schmeißen mal unseren Dings da drauf. Den Chica-Stein. Okay, Tür ist offen. Fahren wir mal rein und gucken, was es hier drin so Tolles gibt. Ich mag das Spiel total gerne. Ist so schön. Bewaffnet mit dem fucking Fischmob. Mein Name ist Washi, Ryu. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Vom Winde verweht. Ryu Yashiku Schrein. Hier müssen wir bestimmt unser Dings benutzen, unser Parad-Leitsegel. Wenn ich den Springknopf drücken könnte, würde... Ja. Hui. Loot. Bernstein. So, da würde ich so zurückkommen. Da würde ich zum Ausgang, aber da rechts ist aber schon noch was, ja. Okay. Gut, wie kommen wir an die Truhe da? Haben wir da hinten irgendwas? Nee. Kommen wir bestimmt erst ganz, ganz weit später hin. Oh nein, ich habe eine Idee. Nicht so gut.
Mist. Nicht so gut, sag ich doch. Ja. Zu spät geöffnet die ganze... Okay. Idee war ganz okay. Umsetzung war eher so lala. Nein! Nicht ganz. Aber eigentlich hätte ich mir das aber genau so vorgestellt. Ja, nö. Schade. Wir versuchen es mal mit dem Speed-Bonus hier von dem. Oder auch nicht. Wir sind ja jetzt schon eh hier. Muss unbedingt mal meine Äpfel braten. Aber wir können ja eigentlich meine dubiose Matsche mal... Ach komm, hier. Essen wir was Anständiges, bevor wir die Matsche reinziehen, die echt eklig ist. So, hi du. Bloink. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Der sitzt auch ein bisschen gelangweilt diesmal. Im Gegensatz zu den anderen. So, spielt er an seinen Ringen. Hält sich den Kopf. Ein bisschen gestresst, der Mann. Zeichen der Bewährung. Tada. Hier ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, danke. Ich habe gerade was getrunken, deswegen der Rumsbums, weil ich das Glas so doll auf den Tisch abgestellt ich habe. Und von diesen Tropfen soll es 900 Stück geben. Wo denn? Das muss ja... Wow. Wow, viele sein. Ah, da hinten ist der Turm. Alles klar. Hi Vogel. Okay. Lässt du wohl das Schwert da liegen? Ich will das haben. Sehr gut, alle erledigt. Das war eigentlich recht geil mit der Explosion. War gut, dass wir den Feuerpfeil da investiert haben. Oh, der brennt eine Keule vor sich hin. Hier haben wir noch so einen geilen Wurfspeer. Besen wegpacken. Wahrscheinlich heißt es später, brauchen wir eine Mission, wo wir jemanden Besen geben müssen. Ja, und hier dieses große Ding kann auch weg. Wurfspeer, was haben wir noch? Das ist eine Fackel.
Kochen, Melone, alles nicht so der Bringer. Meins. Und ganz viele Hörner. Oh, die hauen einfach ab, die Fische. Die sind ja frech. Die stehen also nicht auf fremden Besuch beim Schwimmen. Jawohl. Kein. Oh, doch noch Platz gehabt. Krass. Jetzt haben wir zumindest zwei vernünftige Bögen. Oh Gott, es gibt hier so viel zum Angucken und Erforschen. Hier vorne zum Beispiel nochmal die Ruinen. Wenn wir Glück haben, gibt es hier auch noch irgendwas. Ja, Äste von den Büschen, die wir zerschlagen haben. Unter den Metalltüren. Ein Opal. Aber wo kommen die Metalltüren her? Da hinten ist wieder einer von diesen großen. Gut, dann wollen wir darüber. Wir gehen auch ganz brav über die Brücke. Go, go, go. Und Schnibbel. Feen! Ich habe Feen im Rasen gefunden. Und Ausdauerlinge. Oh, wer steht denn da vorne? Ist das ein Mensch? Oder ein böser Bandit? Nee, du siehst aus wie ein Freund oder ein Wanderer. Das Ende ist nah. Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen. Huh, wo kommst du denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Na gut, ist im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon, ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all diese verlassenen Schreine an zu leuchten. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotzdem, dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir nicht entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Ah, na dann, dem Wächter natürlich. Du kannst doch die alten Geschichten über Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte. Und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss. Aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckte, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich in dem Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie, meine Reflexe? Nein, ich mache mir da keine Illusion. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Alles klar, danke, Brigo. Danke, Brigo, für die Info. Da haben wir ein Feuerchen zum Warten. Ein Stein, ein Wächter. Da vorne haben wir offensichtlich auch wieder ein Dings. Antike Schraube. Jo. Toll! Das ist ja gar nichts gebracht.
Okay, die Entfernung muss ich echt noch ein bisschen abschätzen mit dem Bogen. Das mit den Bäumen recht sieht auch sehr interessant aus. Du kriegst keine Waffe. Danke. Ich habe deine Freunde schon umgeklatscht, Kumpel. Ich komme jetzt mal da hoch und versuche dir hinterher. Ist okay, oder? So. Kistlein, öffne dich. Oh, ist das schön. Holz, endlich Pfeile. Ein bisschen gegrilltes Fleisch schadet nie. Achso, das ist ein Banner-Ding. Ich dachte gerade, hä? Was ist denn das? Eigentlich hätten wir wieder so machen können. Wollte er damit so richtig fies erschlagen können. Und. Eichel, 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 Apfel. Yeah. Oh, Holzpfeil. Hatten die hier eine Krochwanne? Nee. Nur Skelette. Da liegt noch ein Pilz rum. Und da drüben sah sehr interessant aus. Dieses Konstrukt mit diesem Baumdurchgang-Dinger da. Da muss noch einen Moment warten, Turm. Ich will hier mal gucken, was das ist. Sieht aber auch wieder so aus, als ob hier ein von diesen kleinen Kumpels ist. Ja. Hallo, kleiner Freund. Ja. Hui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Gut, warum er der Stein gerade herkam? Und was auch immer das mal war. Sieht aus wie ein geflutetes Dorf oder so. Ha. Da ist ein Feuer an, oder was ist da los? Ist da etwa ein Feuer im Wald? Ja. Ah, du bist einer dieser Schleichpilze, die im Wald... Im Winter leuchten, ja. Im Dunkeln leuchten. Ja. Schleichling. Verdammt. Doofe Echse. Wer ist da? Ja. Hi. Sei gegrüßt, Reisender. Setz dich ans Feuer, wenn du magst. Ich bin Giro, reisender Händler. Freut mich. Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss meine Ware selbst im Wald zusammensuchen. Oh. Sicherer ist es natürlich, einfach Reise wie dir Waren abzukaufen. Du hast nicht zufällig irgendwas Seltenes für mich? Ich hätte da was. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Alte Hose. Proviant. Zutaten. Ihr habt ein Bild. Mehr nicht? Na schön. Oh.
3 Rubine. Möchtest du etwas verkaufen? Nein, nichts. Sogar an die Straßenlauermonster. Deswegen ist es gefährlich, im Wald nach Dingen zum Verkaufen zu suchen. Sei besser vorsichtig. Okay. Sag mal, was willst du mit meiner Axt? Ach, in Ordnung. Kannst du haben. Tut mir leid, wenn ich etwas schroff geklungen habe. Es sind verrückte Zeiten. Niemand wird böse sein, wenn man was mitnimmt, das einfach herumliegt. Wenn es ihnen wichtig gewesen wäre, hätten sie es ja wohl auch besser drauf aufgepasst. Das war gerade so nach dem Mund. Nur wenn du klauen willst, mach halt. Hier kannst du wieder haben. Edelwild, besonders großes und gutes Stück Fleisch. Wer das Glück hat, eins davon zu erbeuten, kann Gerichte kochen, die besonders viele Herzen auffüllen. Eichel, Pilz. Edelwild, Edelwild. Ich wollte doch hier den Arm ausrüsten jetzt. Wieso habe ich so ein dummes Dings wieder mit in der Tasche? So eine dumme Rute. Was ist das? Oh! So einer. Oh, Octorok-Ballen, dieser Ballon, Octorok-Ballon. Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb, da kannst du damit Dinge fliegen lassen. Halte ihn dazu in den Händen und platziere ihn auf gewünschten Objekten. Okay. Schlafen die? Oh Gott! So, ich muss immer eine Waffe holen, wie es aussieht. Und wieder alle zerlegt. Das war easy, weil die geschlafen haben und alles explodiert ist. Und dass wir wieder am Feuerfeld zerschossen haben, ist voll dumm. So, da drüben haben wir wieder so ein Totenkopfding. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach, das dann zu infiltrieren. Und wir machen ja mal hier. Oh, ein Soldatenschild. Kein Platz mehr in der Tasche. Das lässt sich aber ändern. Wegwerfen. Meins. Das ist aber auch ein ganz nettes Feature, dass die Sachen auch wirklich kaputt gehen mit der Zeit. Da man sie auch wirklich... Wir kloppen ja damit auch auf Gegnern um. Ah, guck mal, hier könnte ich kochen. Oh, guck mal, wir kochen einen Apfel. Kochobst. In der Hand, Hand, Hand. Hand. 5 Äpfel. So. In die Hand, in die Hand. Und dann habe ich hier irgendwo... Was macht der Fisch nochmal? Mehr Herzen.
die das Tempo steigert. Schmeißen wir es mal. Schön hier zwei Pilze mit Frosch, das sieht schon mal irgendwie eklig aus. Ja, dubiose Matsche kann ich. So. Wurfspeer. Da ist nichts und da ist der nächste Chikatun. Laufen wir mal da hinten hin zu den Steinchen. Und dann gucken wir mal, ob wir die da tot kriegen. Ich hoffe ja schon. Das wird aber nicht ganz so einfach. Ja, Barsch. Oh, guck mal, da drin, die explodieren dann sogar. Okay. Hier, friss das. Finger weg. Puh. Ging gut, haben wir gut gemacht. Haben alles angezündet, alle getötet und so viel. Oh, guck mal, ein Soldatenschwert, sehr schön. Das finde ich doch gerne, das Teil. So, bleiben wir mal ein bisschen bei Holz. Hier stand definitiv mal vor langer, langer Zeit eine Hütte mit einer Truhe drin. Und die Truhe ist immer noch da. Ein Krogfächer. Was auch immer das ist. Ah, damit können wir dann hier dieses Floß betreiben. Ja. Logische Schlussfolgerung aus der Situation heraus, diese hier ist so. Ja, ist dann halt so. Gehen wir hier hoch und dann gucken wir mal, dass wir da... Ach, wir können dann da einfach rübergleiten wahrscheinlich. So, versuchen wir uns mal anzuschleichen. Hi, du. Überfallen! Greifst du Feinde an, ohne dass er dich bemerkt, richtest du großen Schaden an. Könntest du bitte den Loot hier lassen? Na? Yeah.
Oh, oh. Was brennt denn? Okay, das würde anfangen zu brennen. Aber erstmal müssen wir jetzt... Da. Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu doll. Mal hier dominose Matsche rein. Und ein Apfel. So. Oh, der da oben habe ich tatsächlich gesehen, die blöde Sau. Danke. Hey, so kann man auch an eine Holzfalle kommen. Okay, der brennt. Der auch. Okay, ich kann wohl nicht endlos viele Pfeile von ihm looten. Reise 2, nein, habe ich gerade weggeworfen, oder? Ja, hier das Soldatenschwert ist eh gleich hin. Komm jetzt da auch und klatsch dich weg. Mach dich darauf gefasst, mein Freund. Moin, boink. Oh, hier gab es keine Truhe. Aber da drüben haben wir einen Turm. Turm der Zwillingsberge. Na? Ja, perfekt. Auf X ist loslassen. Nee. Nicht auf Y. Gerade so. So, und hier können wir jetzt den Chica-Stein wieder reinlegen. Reinlegen. Und gucken uns an, was ist hier so in dieser Umgebung alles Tolles, Feines, super Tolles, Krasses, super schöne, super Sachen gibt. Wow. Datenübertragung beginnt. Wow. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Zusammen mit Kartengarten wurden neue Funktionen übertragen. Chica-Sensor. Schreine suchen. Wenn du dich Schreinen näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Gehe in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Drücke auf dem Kartenbildschirm Y, um ihn ein- oder auszuschalten. Okay.
Cool. Chica-Sensor wurde aktiviert. Neben der Minikarte ist jetzt ein Sensorsymbol zu sehen. Du kannst Schreine finden, indem du in die Richtung gehst, in der es am stärksten ausschlägt. Also da hinten ist ein Schrein, den sehe ich schon mal. Das ist doch nichts. Was ist das da eigentlich? Okay, so eine komische Baum. Dingsi-Bums. Aber wie ich verabschiede mich jetzt mal aus der heutigen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es tut mir leid, wenn ich mich in den letzten Folgen nicht verabschiedet habe, weil auf einmal lief die Zeit und die Zeit lief und die Zeit lief. Und dann waren wir auf einmal schon an diesem Punkt jetzt hier angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal ein bisschen Feedback zu Zelda da lassen würdet. Meinung, was ich machen sollte, muss, kann und all solche Sachen gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Könnt mir auch gerne Karten, Maps oder sonst was bei Instagram oder so schicken. Links sind alles in der Videobeschreibung zu finden. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.